Hallo Römerlin-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play. Press Stop to Custom Challenge? Lol. Zu Let's Play Afterwards Plus. Wir spielen einmal eine Challenge, und zwar Pitch Black. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Challenge ist. Ganz normal, wir haben keine Itemräume. Doch, wir haben Itemräume, hä? Okay, die Anzeigen buggen irgendwie immer rum, habe ich das Gefühl. Ja, oh Gott. Das nehmen wir mit. Gibt uns blaue Herzchen. Ich weiß gar nicht, ob man bei Challenges auch Charaktere anlocken kann. Wir versuchen einfach mal trotzdem keinen Damage zu nehmen. Und ja, Challenges sind halt in Isaac Challenges. Wir bekommen eine Vorgabe an Sachen. Eigentlich auch keine Itemräume in den meisten Challenges, aber okay. Und wir müssen jetzt zum Beispiel Moms Fuß besiegen. Dann gibt es auch noch Challenges, wo wir Mega-Satan besiegen müssen, oder glaube ich jedenfalls. Oder halt bestimmte Items haben, zum Beispiel keine Tränen schießen können und nur Bobs Brain haben, irgendwie. Gibt es glaube ich auch eine Challenge. Ja, und diese Challenges alle zu machen, wird noch anstrengend werden. Aber wir kriegen das hin. Wir kriegen das schon hin. Vielleicht heißt es auch die, heißt der Dings auch einfach, dass wir keine, oder... keine Shops haben. Ich weiß nicht. Ich clear einfach mal komplett die Ebene hier. Kann man ja mal machen. Okay, hier ist schon mal kein Shop. Oh, lol. Es gibt übrigens eine Änderung. Diese fetten Steindinger müssen jetzt ab und zu mal durchatmen. Mal eine Pause einlegen, bis sie uns weiterverfolgen. Und diese Änderung ist super. Ich finde sie sehr geil. Sehr, sehr geil. Denn diese Viecher haben schon ein bisschen abgefuckt, würde ich mal sagen. Okay, wir haben keine Shops. Alles klar. Wir haben in dieser Challenge keine Shops. In Challenges können wir auch nicht den Shop, Automaten vollfüllen. Weil den gibt es nicht. Der ist gar nicht da. Der spawnt gar nicht. Und ja. Was ist das für eine Pille? Balls of Steel. Oh ja. Nein, warum habe ich die... Ich wollte die Dings eigentlich gar nicht aufheben. Aber naja. Gut, ja, dass wir einen Reiter bekommen, war klar. Denn wir haben unser Buch eingesetzt. Ich bin immer noch nicht sicher, ob das auf jeder Ebene zählt. Das heißt, wenn wir das Buch auf jeder Ebene einsetzen, halt, dass wir immer einen Reiter bekommen oder nur alle zwei Ebenen. Dass eine Ebene dazwischen immer Pause ist. Ich bin mir da gar nicht sicher. Da oben ist ein blauer Stein, den will ich haben. Nice. Oh Gott, ich weiß gar nicht, was wir hier anlocken, welches Item. Ich denke mal, irgendeine Rune, schätze ich jetzt einfach mal. So wie sonst auch. Bei den meisten Challenges. Bei den Challenges unlocken wir halt die Runen, die es gibt. Ich glaube, das hier ist sogar Hagelass, oder? Ist das Hagelass? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, was hier die Challenge ist. Aua, scheiße. Wir wurden getroffen, okay. Die Tränen sind aber auch gerade schnell geflogen von dem, hä? Und ich bin dumm ausgewichen. Ja, das auch. Aber das tut ja nicht zur Sache. Was ist denn mit mir? Danke. Und Ball of Bandages. Sehr gut. Ist hier die Challenge vielleicht, dass wir nie unsere Herzen sehen? Ja, okay. Wir sehen unsere Herzen nicht. Alles klar, das ist die Challenge. Ist okay. Wir haben jetzt, glaube ich, eins, drei blaue Herzchen dürfen wir haben und drei rote halt. Drei blaue und drei rote dürfen wir haben. Oh Gott. Okay. Das will ich haben. Könnte eine Joker-Karte sein. Nein, Tour of Hearts, okay. Den Schlüssel brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir haben noch ein paar. Ah, Mann. Wir haben hier viele blaue Steine, Alter. Ja, sie glitscht sich durch, alles klar. Okay. Wir wurden nochmal getroffen, haben ein blaues Herzchen immer wieder bekommen. Das heißt, wir haben immer noch drei blaue Herzchen, glaube ich. Okay. Das war jetzt natürlich doof, dass ich es nicht mehr weiß, ne? Walls of Steel gibt zwei. Blaues Herzchen hatten wir dadurch. Ne, wir haben glaube ich vier sogar, weil wir unser Buch noch einmal eingesetzt hatten. Ich weiß es nicht genau. Okay, Dark Bum nehmen wir auf jeden Fall mit. Schon haben wir keine Herzenprobleme mehr. Dark Bum und das Buch. Sehr geil. Sehr, sehr geil. Oh Gott. Nice. Zack. Und... Gut, wir haben keinen Reiter. Das heißt, es zählt, wie es aussieht, nur alle zwei Ebenen. Oder, ja, alle zwei Ebenen. Einmal besiegen so, schön. Nochmal HP ab. Und auf Babylon nehmen wir mit.
Nehmen wir mit. Okay. Hier ist ein Kampfraum. Ja, auf Babylon haben wir leider noch nicht, weil wir ja noch zu viele rote Herzchen haben. Okay, den haben wir. Ach, scheiße. Mann. Okay, da war eine Spur. Ich bin dumm. Ich werde von allem getroffen hier, Alter. Was ist denn mit mir? Naja, wir haben keine Herzchenprobleme. Und ich bin der Meinung, wir können Charaktere nicht in Challenges anlocken. Beziehungsweise verschiedene Sachen allgemein nicht anlocken. Ich wurde schon wieder getroffen, Alter. Also wenn unsere Devil-Deer-Chance sinkt, dann wissen wir, okay, wir haben keine blauen Herzchen mehr. Boah, das ist auch ein gemeiner Raum, Alter. Okay. Okay. Puh. Das war echt ein gemeiner Raum. Eieiei. Spuckt die Fliege halt genau in mein Gesicht. Komm. Nice und nice. Ball of Bandages regelt. Oh Gott. Nice. Oh, hu, ha, hi, hu. Wir haben es geschafft. Wir haben halt noch kein Damage abbekommen, ne? Nee. Aber wir haben ein Dark Bum und ein Hof Babylon. Ja, der Hof Babylon ist halt eigentlich ganz gut. Wenn wir keine roten Herzen mehr hätten. Aber haben wir noch. Das dürfte doch jetzt eigentlich... Nee, das ist nicht die zweite Ebene, das ist die erste. Eine Cade Room gespawnt sein, aber nein. Wie gesagt, erst auf der zweiten. Jede zweite Ebene, wenn wir 5 Münzen haben. Die 1 rerollt unsere Items, oder? Ha. Oh, wir haben Monstrous Lunge. Ja, mit Bouncy Tears. Oh, wie cool. Oh, wie cool. Das ist cool, aber wir haben kein Dark Bum mehr. Scheiße, und unser Buch haben wir auch nicht mehr. Okay, ich wusste nicht, dass das Buch auch gerollt wird. Alles klar, also alle unsere Items. Und wir haben den Magneten. Unsere Tränen sind magnetisch. Oh Gott, wird das anstrengend. Das ist vielleicht ein bisschen bad. Huh. Eieiei. Das könnte echt ein bisschen bad werden. Bisschen schwer. Oh, noch one makes you larger. Eigentlich will ich dich nicht haben, aber okay. Magnetic Tears. Übel bad. Übel scheiße. Oh Gott, Alter. Ich kann jetzt nicht versprechen, dass ich nicht getroffen werde. Eieiei. Dein Ernst? Oh. Ich weiß nicht, wie viele blaue Herzen ich noch habe. Scheiße. Magnetic Tears, Alter. Wer kann... Oh, nee. Wer kann denn ahnen, dass wir sowas Beschissenes bekommen? Okay, wir haben aber noch kein rotes Herzchen verloren. Und wir bekommen jedenfalls gleich wieder ein Orbital, mit dem wir dann auch in Nahkampf gehen können. Oh, lalalalalalal, ist das anstrengend. Oh, ist das anstrengend. Oh. Okay. Alter Butter. Item Raum hatten wir, alles klar. Eieiei. Haben wir auch Curse of the Darkness dauerhaft? Ja. Okay, also wir haben sie nie unsere Herzen in dieser Challenge und wir haben immer Curse of the Darkness. Oh Gott, ist das... Das ist richtig dumm mit diesen Tränen hier. Ja. Sehr dumm. Okay. Okay. Oh Mann! Aber immer noch kein rotes Herzchen verloren, Leute. Immer noch kein rotes Herzchen verloren. Gegner, die sich nicht mal an ihrem Fleck bewegen können, sind hier gerade meine Lieblingsgegner. Oh. Alter, ich weiß nicht, ob wir so den Run schaffen können. Aber ja, ich habe jetzt erstmal vor, ein paar Challenges zu machen, damit wir ein bisschen was freischalten, Leute. Und ein bisschen aus den alten Run-Gewohnheiten, sag ich mal, rausgehen. Wir haben immer noch blaue... Alter, was ist das? Wie viele blaue Herzchen haben wir denn? Okay. Die Steinkiste würde ich schon ganz gern haben. Ach ja, wir haben ja mit... Ach, schön. Unsere Bomben auch? Okay, das... Brauchen wir eigentlich nicht, das Item. Aber besser als gar kein Space-Item zu haben. Oh Gott. Magnetic Tears. Ich liebe dieses Item. Hust.
Mit Ludovico oder so wäre das wahrscheinlich mega gut, aber doch nicht so mit Monstrous Lunge, Alter. Monstrous Lunge und Bouncy Tears ist halt übel geil eigentlich, ne? Aber Magnetic Tears? Muss das sein? Komm schon. Wir haben ihn gleich. Ja. Ich wurde nicht getroffen, zum Glück. I can see forever. Das ist gar nicht mal so schlecht. Oh ja, das will ich haben. Oh ja. Die Maske ist sehr geil. Bam. Ein bisschen Geld nehmen wir auch gern mit. Schön. Was haben wir hier? Oh Gott. Alter. Das ist übel der Abfuck. Übel der Abfuck. Aber wir haben immer noch... Oh Gott. Immer noch kein Dings verloren. Alter. Okay, machen wir mal von hier. Abstand. Immer schön Abstand halten. Ein Special Room. Wir haben keinen Schlüssel. Scheiße. Wieso haben wir keinen Schlüssel? Oh, nee. Der mit... Oh, nee. Der mit Magnetic Tears ist halt übel. Übel nervig. Mit Bouncy Tears eigentlich ganz geil, aber mit Magnetic Tears? Alter. Oh, Gott. Gehen wir in den Shop. Oder in den... Book of Jump? Ja, wir nehmen das Book of Jump mit. Wir sind Bookworm. Ich weiß immer noch nicht, was diese Verwandlung bringt. Ich glaube gar nichts. Einfach gar nichts. Okay, wir haben da, wie es aussieht, einen Doppelboss oder so. Oder... Wer könnte noch da sein? Ich weiß es nicht. Ich schätze einen Doppelboss eigentlich. Ja, das, wären wir auf der Womp-Ebene, würde ich sagen Fred, aber wir sind nicht auf der Womp-Ebene. Und wir haben den Itemraum noch nicht gefunden. Den würde ich doch schon ganz gerne eigentlich noch, ja, haben. Sehr, sehr gerne. Okay. Okay. Haben wir. Bombe. Wir haben auch noch einen Schlüssel für den Itemraum, also alles fresh. Oh Gott. Blaues Herzchen. Ich weiß halt echt nicht, wie viele Herzchen wir haben. Wir haben, wie es aussieht, echt viele gehabt. Two of Spades. Hätte ich gerade einsetzen sollen. Ah. Temporary Enemy Slow. Brauchen wir nicht unbedingt. Ich guck mal, ob hier vielleicht der Magic Mushroom drin ist. Wäre ganz geil. Nein, aber hier vielleicht. Nein. Hells up. Wow. Wie viel haben wir? Keine Ahnung. Oh. Drei rote Herzchen? Schätze ich jetzt mal. Ich bin mir nicht sicher, Mann. Ich bin mir echt nicht sicher. Sicher. Oh Gott, das ist ein abfuckender Double Boss. Oh Gott. Okay, den haben wir. Den haben wir auch gleich. Die Maske hat uns gesaved. Okay. Oh Gott. Speed up. Das ist schon mal schön. Wo ist der Devil hier gespawnt? Da oben, okay. Und das noch mal los jetzt. Das nehme ich noch mit. Razor Blade. Ich nehme das Razor Blade mit. Das gibt uns Damage. Ich glaube nur für den Raum, oder? Moment. Ich habe es mal einmal eingesetzt. Es zieht rote Herzchen halt ab. Ist halt später ein Space-Item mit dem Eve startet. Hero Friend, nehmen wir gerne mit. Haben wir nur für den Raum, ne? Ja, okay, wir haben nur das Damage für den Raum. Aber es ist eigentlich ganz okay. Damit können wir halt im Boss oder in richtig abpackenden Räumen uns ein bisschen Damage-Boost geben. Außerdem geht die Challenge, wenn du bist mal arm. Also ist alles fresh. Bis mal ums Boost. Hier mit Temesis. One Maxulata will ich nicht mitnehmen. Die Herzen sammle ich wieder auf. Alter! Der ist fast. Das war dumm. Das war auch dumm. Alter. Ich guck gleich mal, auf welcher Ebene wir sind. Ich weiß es nicht genau. Sind wir jetzt auch schon. Sind wir schon jetzt auf der Marm-Ebene? Oder sind wir. Nee, ne? Nee, noch nicht auf der Marm-Ebene.
Alles klar. Weiß ich schon mal Bescheid. Blaue Herzchen könnten hier spawnen. Hier könnte der Geheimraum sein. Ja, so sah es doch aus, ohne Witz. Geld, wow. Ich habe irgendwie was Cooleres erwartet. Irgendwie Items oder so. Gegner. Die... What? Habt ihr das gerade gesehen? Hinter mir ist ein Gegner gespawnt durch meine Tränen. Aber durch mein Barrel of Bandages habe ich den zum Glück besiegt. Instant. Heilige Kacke. Heilige Kacke. Okay, Fledermäuse. Geht weg. Was haben wir hier? Oh no. Erst die goldene Kiste. Dann die rote Kiste. Pille. Range down. Dein Ernst. Drowsy, das ist gar nicht mal so schlecht. Gegner sind alle verlangsamt in dem Raum, das ist okay. Zack. Oh Gott. Zack. Oh Gott. Zack. Zack. Wir setzen zu hoch Spades am Ende dieser Ebene hier ein. Weil, ja, wir haben jetzt eh auf dieser Ebene goldene Schlüssel. Das heißt, wir können hier noch alles öffnen. Und vielleicht finden wir noch ein paar mehr Schlüssel. Das ist eine Trollbombe. Okay, die ziehen wir nicht mit unseren Trainern, alles klar. Magnetic Tears, ha, was für eine Lüge. Oh Gott, oh Gott. Was haben wir hier? Das ist Sun. Schön. Karte aufdecken, da unten ist... Okay, alles klar. Nur nach rechts müssen wir. Wuhu. Aua. Aua. Anstrengende Gegner. Alter. Wir haben immer noch genug Leben, Alter. Wir haben immer noch genug blaue Herzchen. Ich weiß nicht, wie viele wir haben. Gut, wir haben in der letzten Ebene beim Boss wieder zwei aufgesammelt, glaube ich. Ich besiege dich so und dich will ich eigentlich auch so besiegen. Nein, dein Ernst. Oh. Wir haben halt immer noch keine roten Herzen verloren. Aua. Immer noch nicht. Weil unsere Devil die Chance halt nicht gesunken ist. White Shot. Das ist nett. White Shot ist cool. Oh Gott, oh Gott. Okay, komm. Oh, Oh, die Gegner mit Bouncy Tears ist auch eigentlich... Okay, jetzt haben wir keine roten Herzchen mehr. Wir haben keine roten Herzchen mehr. Oh Gott, Mund... Aua. Oh Gott. Oh Gott. Das packen wir nicht. Okay, spring. Oh Gott. Okay. Aua. Alter. Hä? Wir haben Tears abbekommen. Immerhin. Ich weiß nicht, wie viele Herzchen ich noch habe. Wir müssen richtig, richtig safe spielen. Okay. Alter, ich krieg die ganze Zeit Nachrichten. Ich habe mein Handy in der Hosentasche gerade noch. Übel problematisch. Meine ganze Hose dann vibriert. Das ist übel nervig. Vor allem, weil ich meine Hand auch noch hier halt auf meiner Hosentasche habe. Am Controller. Und ich will den Schlüssel haben. Gib mir den Schlüssel und das Herzchen. Und die beiden Herzchen. Okay. Oh Gott. Geld, komm schon. Ich will blaue Herzchen. Obwohl, den Devil Deal hier zu bekommen, lohnt sich eh nicht mehr. Solange wir jetzt einfach keine Herzen verlieren, ist alles okay. Alles okay. Habe ich da gerade noch einen blauen Stein gesehen? Ich weiß es nicht. Oh, dieser Curse of the Darkness, ne? Oh Gott. Oh Gott. Hä? Ja, hab ich. Haben wir gerade noch einen haben wir gerade noch Schaden bekommen? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Oder? Nein. Ja, wir können zacki zacki hier rum reingehen. Devil ist okay. Können wir nehmen. Was haben wir hier? Empress.
Was gibt mehr Damage ab? Ich glaube Empress, ne? Weil Empress kriegen wir noch Speed ab. Das ist ein bisschen besser. Okay, die sind durch mit Netic Tears auch nicht unbedingt anders. Oh Mann, ey. Huh. Hallo. Ihr Knochis. Eieiei. Das Problem ist, wir können uns auch nicht wirklich boosten jetzt beim Marm. Weil wir sonst viel zu sehr die Gefahr haben, dass wir Damage kriegen. Und sterben. Oh Gott. Oh Gott. Komm schon. Ich hätte hier definitiv einen Hit kassiert. Oh nee, Marms Hand, Marms Hand, Marms Hand. Auch noch die Hand, ey, dein Ernte. Okay. Was haben wir hier? Aua! Ich will den Itemraum noch finden. Oh Gott. Okay. Da ist eine Cade Room, das ist gar nicht mal so bad. Wie viel Leben haben die denn? Oh, Alter. Okay. Das könnte interessant werden. Das könnte interessant werden. Okay, wir haben ja eh keine wirklich krasse Range und die Gegner werden ja eh angezogen. Ja doch, die Challenge dürften wir eigentlich gewinnen. Alles, was wir treffen, wird gewonnen-hittet, wie es aussieht. Alter, was war Damage? Wir haben sogar noch einen Devil hier bekommen mit Brimstone. Wir haben noch ein Herzchen. Oh. Ich hatte gerade Schiss, dass wir wirklich nur noch 3 Herzchen haben, aber wir hatten noch. Okay, wir haben Hagalas Rune freigeschalten. Nice. Gut, Leute, das war's mit dieser Folge. Mal eine Challenge. Im nächsten Run, im nächsten Part, machen wir dann Highbrow. Die Challenge. Dann vielleicht noch die dritte Challenge, Hairtrauma. Und danach machen wir wieder einen normalen Run, würde ich jetzt mal sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut da rein.